Es sollen mehrere Urlauber aus Nordrhein-Westfalen gewesen sein, für die eine Fahrradtour ein tragisches Ende nahm. Gemeinsam waren die vier Senioren mit ihren Rädern auf dem Radweg an der Mosel in Richtung Klotten unterwegs, als plötzlich ein Kleinbus auf der B49 von hinten in ihre Gruppe fuhr und alle vier Radfahrer erfasste. Den ersten Unfallermittlungen zufolge kam es zu einem tragischen Verkehrsunfall, bei welchem vier Fahrradfahrer, scheinbar befreundete Fahrradfahrer, Tagestouristen hier in der Region, von Pommern in Richtung Klotten fuhren auf dem neben der Fahrbahn befindlichen Radweg. Ein von hinten in gleiche Richtung fahrender Kleinbus kam aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab auf den Radweg, prallte in die Schutzplanke und erfasste alle vier Fahrradfahrer. Es kam zu lebensbedrohlichen Verletzungen. Eine Fahrradfahrerin erlitt ihren Verletzungen an der Unfallstelle. Warum die 45-jährige Fahrerin mit ihrem Kleinbus von der Straße abkam, ist noch nicht geklärt. Die Frau aus Müden wurde ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht. Jetzt wird standardmäßig die Unfallstelle eingemessen. Bei schwerwiegenden Unfällen wird mittels Hubschrauber die Unfallstelle videografiert. Es kommt ein Gutachter, der von der Staatsanwaltschaft beauftragt worden ist, um alle notwendigen Unfallermittlungen wie auch die Rekonstruktion des Unfallgeschehens in die Wege zu leiten. Wo ich angekommen bin, waren die Rettungskräfte schon vor Ort. Zwei Hubschrauber sind dann gekommen, ADAC-Hubschrauber und von der Johanniter noch ein Hubschrauber. Wir haben dann zwei Schwerverletzte abtransportiert und einen haben sie reanimiert. Ja, die Fußgänger haben sie wieder zurückgeleitet über eine Fußgängerbrücke und wir mit den LKWs können nicht drehen. Wir warten, bis alles weggeräumt ist. Gerade an den warmen Tagen und zu den Ferienzeiten sind viele Fahrradfahrer auf den Radwegen an der Mosel unterwegs. Daher stellt sich auch die Frage, wie solche Unfälle zukünftig verhindert werden könnten. Da werden sich jetzt die zuständigen Kommissionen, die Beteiligten mit der Polizei gegebenenfalls an einen Tisch setzen und beratschlagen, ob man an derartigen Radwegen neben der Bundesstraße, die auch dann hochfrequentiert ist, bauliche Absperrungen oder bauliche Trennungen vornehmen muss, beispielsweise durch eine Mittelleitplanke, die verhindert, dass ein PKW oder PKWs generell in eine Personengruppe oder in eine Radgruppe fahren könnten. Ob dies geschieht und ob sich die Kommission diesbezüglich ausspricht, ist natürlich auch unklar. Neben der Polizei und dem Rettungsdienst sowie zwei Rettungshubschraubern war auch die Notfallseelsorge am Unglücksort. Ein Gutachter soll nun herausfinden, wie es zu dem tragischen Unfall kommen konnte.